Am 30. September 2015 kam die PS4 Firmware 3.0 raus. Ich bin der Mirko und ich habe hier den Kai neben mir sitzen und der soll mir doch mal zeigen, was jetzt alles neu ist. Ja, hallo Mirko. Was würdest du denn gern sehen? Fang doch mal an mit dem Hauptmenü. Hat sich da was verändert? Das Hauptmenü, also das Home-Menü, wo wir jetzt gerade sind, das sollte eigentlich ein eigener Plus-Bereich sein. Blöderweise habe ich auf dem Konto kein Plus. Mein Gott, Kai, warum hast du keinen PS Plus? Ich bin zu geizig. Okay. Auf jeden Fall kann man da seine Kontodaten managen und hat eine Übersicht über die Spiele, die es gerade gibt. Das ist ja das Wichtigste. Ich als PS Plus-User muss halt immer direkt in diesen Store reingehen und sehe dann die PS Plus-Spiele jetzt direkt im Dashboard, daneben wahrscheinlich. Irgendwo da, würde ich mal sagen, ja. Okay. Ansonsten gibt es jetzt eine neue Funktion, die nennt sich Ereignisse. Das haben wir hier oben. Mhm. Das sind so Sachen, irgendwelche Sonderaktionen von Spielen, doppelte XP oder was weiß ich. Ah ja. Schauen wir mal. Das ist alles noch ein bisschen langsam. Ja, ist nicht das schnellste Menü hier. Lädt ewig lang rein. Da kann man sich also hier so Sachen aussuchen und kann dann, warte mal kurz. Och, furchtbar. Ich kann hier wirklich nichts machen. Okay. Ich drücke dauernd nach unten und es passiert nichts. Jetzt geht's. Ah, du kannst nach Spielen sortieren hier, was irgendwie passiert. Genau. Und wenn ich jetzt gern Drive Club sowieso spiele, sehe ich dann direkt, es gibt zwei Ereignisse demnächst. Ja, richtig. Ich wollte jetzt gerade mal so ein Ereignis anklicken. Aber es klemmt das Menü. Es geht echt nichts im Moment. Okay, wir wissen nicht, ob es daran liegt, dass jetzt alle sofort, wo die Firma rausgekommen ist, Ereignisse angucken wollen oder ob es einfach schlecht umgesetzt wurde. Das schreit ja förmlich nach 3.1. Ja, schnellstens würde ich sagen. Schnellstens. Ich sehe, du hast da ein laufendes Ereignis schon. Ich habe ein laufendes Ereignis, das habe ich vorhin mal probeweise gemacht. Das ist FIFA. Blöderweise habe ich das Spiel nicht. Aber das hat man auch vorhin im Menü gesehen. Da ist über diesem Ereignisse-Icon ist so eine 1 gewesen. Mhm. Und das sagt mir halt, hey, du hast ein Ereignis am Laufen. Und ganz cool ist es eigentlich, es gibt so eine Funktion. Wenn du dich für ein Ereignis registrierst, machen wir das einfach mal. Da gibt es hier die Funktion zur Startzeit automatisch beitreten. Ah ja. Und was ist das? Zur Startzeit schaltet sich die PlayStation ein und startet das Spiel. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Okay, ich komme nach Hause und dann kann es direkt losgehen, 18 Uhr. Ja, oder ich meine, nehmen wir halt mal an, das Ereignis startet um 2 Uhr nachts. Dann schaltet sich um 2 Uhr nachts seine PlayStation ein und will gespielt werden. Ja, na gut, man muss das ja nicht einstellen. Ja. Hier sieht man übrigens auch, es gibt Prämien hier, 1000 Erfahrungspunkte, Voraussetzung PS Plus, wann es beginnt, wann es endet, alles übersichtlich. Ja, das ist halt immer so eine Übersicht, um was es überhaupt geht. Sinnvoll, ne? Mhm. Ist ja eigentlich ganz schick gemacht, wenn es halt nicht so ruckeln würde, das Menü, ne? Ja, ja. Und da wird mit Sicherheit auch noch mehr dazukommen. Das sind jetzt so die ersten Ereignisse im Kalender. Ah, da ist auch die Flagge, die du gemeint hast. Ne? Genau, mit der 1 drüber, ja. Und da sieht man auch oben nochmal das FIFA eingeblendet, endet um und so weiter. Ich glaube übrigens, das haben wir vorhin getestet vor der Aufnahme, es gibt keine Möglichkeit, da wieder rauszugehen. Richtig. Das ist jetzt immer da. Gefunden, ja. Bis zum 7.10. Bis zum Ereignisende bin ich jetzt eingeschrieben. Ja. Na dann, obwohl du das Spiel nicht hast, sehr gut, Kai. Naja, was soll's. Gut, wie machen wir weiter? Was wollen wir uns noch anschauen? Ich habe gehört, es gibt jetzt Communities. Communities, genau. Die einfachste Möglichkeit, sich Communities anzuschauen, ist halt, wenn man hier zum Spielüberblick geht. Da haben wir jetzt die Communities für Uncharted Collection. Da gibt es schon ein paar. Und kann man hier die Liste durchgehen, da kriegt man angezeigt. Hier die beiden
sind Französisch, mhm. wollen wir nicht. Dann haben wir hier Englisch und da ist eine deutsche Gruppe. Schauen wir mal rein. Was sagt die denn? Jeder ist willkommen, das muss eine riesen Community werden. Everyone is welcome. We have to be a big community. Okay. Nun ja. Da gibt es diese Pinnwand, das ist hier. Und da kommen dann halt so Nachrichten. Ne? Können sich die halt Leute austauschen, wie auf so Facebook ein, oder so? Wie so ein Messageboard, ja. Mhm. Und da kann man sich Profil anzeigen lassen, Nachricht senden von dem Poster. Oder du kannst auch auf Options drücken und eine Beschwerde senden zum Beispiel. Das Wichtigste. Okay, also ich stelle mir das so vor, also ich Rocket League und Destiny und dann kann ich hier in einer Community beitreten oder selbst eine gründen, oder geht das auch? Du kannst auch eine eigene gründen, das ist ein bisschen versteckt bei Communities durchsuchen. Warum auch immer. Warum muss ich denn eine Community durchsuchen, um eine zu erstellen? Naja, auf jeden Fall können wir hier eine Community anlegen. Name, wer kann beitreten und so weiter. Machen wir jetzt nicht, aber so geht das halt. Also für mich sieht das wirklich aus wie so ein kleines, ja, soziales Netzwerk im PSN, was spielspezifisch ist. Also ich habe für jedes Spiel getrennte Communities im Prinzip. Genau, hier Until Dawn, dann ruft man die wieder auf. Da sind die Communities. Genau. Ist jetzt nichts, was ich persönlich jetzt verfolgen würde, gerade weil Schreiben doch auf dem Controller unheimlich umständlich ist, zumindest längere Postings. Kannst ja eine Tastatur anschließen. Ja, kann man machen. Mach ich nicht. Ja, aber das soll halt die PlayStation so ein bisschen zu so einem Social-Media-Maschinchen machen, nehme ich mal an. Ja, ist ja ein Schritt weiter in die Richtung. Gut, und nun, was haben wir denn noch? Wir haben noch live von der PlayStation. Da hat sich jetzt so auf den ersten Blick nicht viel geändert. Auf den zweiten Blick entdecken wir hier zum Beispiel die Screenshots. Ah, das sind jetzt Screenshots aus aller Welt. Genau, das sind Screenshots von Facebook und Twitter. Die werden hier gezeigt, weil sie besonders oft geklickt werden. Zum Beispiel. Direkt in live von der PlayStation hochladen kann ich keine Screenshots. Ich habe schon verzweifelt nach der Option gesucht, aber es geht nicht. Okay, also ich spiele jetzt ein Spiel und poste, wie ich es auch privat mache, ab und zu mal ein lustiges Bildchen auf Twitter und sollte das passieren, was ja bei mir nie passiert, dass es auf einmal 2000 Leute unheimlich cool finden, dann würde das hier erscheinen live von der PlayStation. Ich nehme es mal stark an, ja. Dann haben wir noch die Live-Übertragung über diverse Dienste wie YouTube. Ah, das ist jetzt neu, oder? Per YouTube? Ja. Allerdings ziemlich sinnlos. Schauen wir mal rein. Das sollte live sein. Mit 1000 Zuschauern und GTA 5. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Was ist da los, Kai? Da sehen wir nichts. Warte mal kurz, probieren wir mal was anderes. Muss da noch irgendwas Live-mäßiges geben? Nehmen wir mal das hier. Oh! Oh, war eine andere Fehlermeldung, immerhin. Ja, das Ding ist einfach, Übertragungen über YouTube, Live-Übertragungen, funktionieren halt nicht in Deutschland. Du kannst zwar übertragen, aber du kannst dir keine Übertragungen anschauen. Das ist schlecht. Das ist ziemlich beschissen, wenn wir ehrlich sind. Also ich kann selbst über YouTube streamen, ganz normal über die Share-Einstellung, die man ja vorher schon kannte. Und aber meine Freunde können nicht von ihrer PS4 aus dazu gucken. Wenn sie in Deutschland sitzen. Ja. Was sie ja tun. Naja. Aber angenommen, du hättest jetzt Freunde in den USA, die könnten dir zuschauen. Okay, also mein einen Kumpel da aus den USA, der kann zugucken. Okay, das hat anscheinend rechtliche Gründe oder Lizenzgründe mit YouTube. Genau, das ist halt das Übliche mit YouTube und GEMA und. Ist ein großes Feature jetzt im Prinzip, was in Deutschland wegfällt. Schade. Was gibt's denn dafür noch in Deutschland? Ja, was haben wir denn noch? Wir haben diverse Möglichkeiten jetzt zum Beispiel in der Aufnahmengalerie. Erstmal sehen wir hier, das wurde alles neu angeordnet. Also es ist keine Liste mehr wie früher, sondern du hast hier diese Kacheln. Sieht schicker aus als vorher. Ja. Jetzt wollte ich was zeigen, aber ich bin im falschen Dingens gewesen.
falschen Dingens. Falschen Dingens. Ich wollte in das Share-Menü hier. Ja. Genau. Ein Screenshot hochladen. Die Share-Einstellung, da gibt es nämlich, pass auf, bei den Screenshot-Einstellungen, es gibt ja diese Funktion, dass automatisch ein Bild gemacht wird. Ja, die kenne ich nur so gut. Ja, das ploppt immer auf, wenn ich was kriege. Ja, und du hast dann auch die Bildergalerie vollgemüllt mit irgendwelchen unscharfen Bildern. Vor allem, ich gucke die auch nie wieder an, diese richtig, Bilder. Weil sie halt hässlich sind meistens. Und hier kannst du es ausschalten, einfach so. Okay, das kommt jetzt mit 3.0. Sehr gut, aber... Außerdem kannst du außer dem JPEG-Bildformat für Screenshots jetzt auch noch PNG einstellen. Das ist von der Qualität her besser als JPEG, aber halt auch größer. Also Dateigröße ist... Ja, belegt also mehr Speicher. So, also das ist wirklich eine gute Einstellung, muss ich sagen, weil das nervt echt. Ständig kriegt man Trophäen und dann macht es einen Screenshot von. Ja, und dann gibt es jetzt auch die Möglichkeit, Videos auf Twitter zu posten. Sehr schön. Allerdings dürfen die Videos nur 10 Sekunden lang sein. Okay, also kleinere Schnipsel von einer lustigen Szene. Keine kompletten Walkthroughs. Sollte ausreichen. Naja, meistens muss man dann das Video halt auch zurechtschneiden vorher. Also ein bisschen Aufwand ist da schon mit verbunden. Okay, was haben wir dann noch Neues? Wir haben noch Gruppen. Gruppen? Ja, Lieblingsgruppen. Also wenn du dir jetzt mal vorstellst, du spielst gerne das Spiel, nennen wir es mal Test. Ja, mit Freunden spielst du gerne Test. Und dann kannst du eine Gruppe erstellen, die nennst du dann auch Test oder Destiny oder weiß der Geier was. Mhm. Und da tust du halt die Freunde rein, mit denen du dieses Spiel gerne spielst. Und dann hast du hier über dieses Menü, siehst du auf einen Blick, hey, meine Lieblingsfreunde für Tests sind ja gerade online, ne? Dann starten wir doch ein Spiel oder laden sie ein oder man kann auch mit ihnen chatten. Ja. Das ist eigentlich ganz cool. Also wie gesagt, ich spiele ja gern Rocket League und Destiny, beides Spiele, die man im Mehrspielermodus spielt. Und da packe ich dann meine 10 Freunde in die Gruppe rein, sehe dann direkt, wenn ich online gehe, spielen die denn alle jetzt Destiny oder was machen die, und kann auch direkt die alle anschreiben. Und bei Anschreiben habe ich gerade schon gesehen, da gibt es jetzt irgendwie, hast du da so einen Sticker drin gehabt? Das ist doch auch neu, oder? Ein Sticker, ja. Schauen wir mal hier in die Nachrichten. Es gibt eine Neuerung, die ist ganz cool. Du kannst eine Nachricht sofort an mehrere Freunde schicken. Mhm. Und es gibt hier unten bei Nachricht eingeben dieses Feld links von dem Eingabefeld mit dem Smiley drauf. Das ist das Stickerfeld. Da sind diverse Sticker aus Spielen wie iPad, Uncharted, Knack und so weiter. Das sind quasi so Emoticons halt in aufwendiger. Die aber nicht animiert sind. Also das sind normale Sticker, okay. Und komischerweise, das Symbol für die Sticker ist ja ein Smiley, aber es gibt keine Smileys. Direkt jetzt. Jetzt wo du es sagst? Wie in jedem Messenger, es gibt keine Smileys, aber ich sehe schon bei einigen, die haben zumindest so, drücken Gefühle aus, machen Daumen nach oben, Daumen nach unten und so. Ja, das ist besonders gut hier zu sehen, glaube ich. Hier beide Daumen hoch oder runter oder gähn oder winke, winke. Oder hier hast du auch den berühmten Facepalm. Und wenn du jetzt drauf drückst auf X, dann wird es automatisch gesendet. Ups. Okay, und sind etwas größer dann. Ich habe die liebe Ann-Kathrin vorhin schon genervt. Die war etwas verwirrt. Ich habe hier einen Test geschickt und kann den Sticker nicht sehen. Aber ich schaue zu Hause. Das heißt, sie hat wohl von der App aus geguckt, auf dem Handy. Und da werden die Sticker wohl nicht angezeigt. Was ein bisschen doof ist. Was doof ist, stimmt. Ja. Und sonst, was haben wir noch? Das war's doch im Großen und Ganzen, oder? War's das wirklich schon? Also ich finde ja persönlich, für ein Update 3.0 ist das jetzt nicht so von den Features her, wo ich mir denke,
Das ist 3.0, das sind eher so kleinere Sachen, oder? Ja, es sind so kleine, aber feine Neuerungen, beziehungsweise nicht so fein ist, dass durch das Update der USB-Musikplayer weggefallen ist. Mhm. Warum auch immer, man weiß es nicht. Es ist immer schlecht, wenn Features gestrichen werden, wobei da regen sich ja immer viele Leute auf, auch bei uns in den Kommentaren. Ich persönlich nutze das halt nicht vom USB-Stick Musik abspielen, ist natürlich schade für diejenigen, die das genutzt haben. Was mir noch eingefallen ist, du hast ja keinen PS Plus, aber ich habe mich gefreut, dass der PS Plus Cloud-Speicher erhöht wurde von 1 GB auf 10 GB. Richtig, ums Zehnfache gleich. Ja, denn mein 1 GB, der ist direkt voll gewesen nach einer Woche und es ist immer blöd, wenn man im Büro ist, da schnell irgendwie ein Save speichern möchte, dass man zu Hause weiterspielen kann bei dem Spielstand, und das ging eben nicht, weil der Gigabyte voll ist. Die 10 GB, die halten jetzt 10-mal länger, mal gucken, ob es nach 10 Wochen dann wieder voll ist. Ja, gut. Kleine, aber feine Neuerung, vor allem in Richtung Community, zusammenspielen, gucken, was andere spielen und austauschen miteinander. Jetzt muss nur noch das Menü von den Ereignissen ein bisschen flotter werden, ja, was geruckelt hat. Sind keine Riesenfeatures jetzt, wo ich denke, boah, da habe ich ewig drauf gewartet, aber klein, aber fein, würde ich sagen. Ja, also es ist kein richtiger Facelift, aber es gibt halt kleine neue Funktionen, die ganz nützlich sind. In diesem Sinne, wir hören uns nächstes Mal bei Update 4.0, wenn das dann irgendwann rauskommen sollte. Ja, bis dann. Ciao.